Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Overwatch auf... Ah, das 2, oh nein. Die Hackmap schlechthin. Wir werden sehen, was hier so bei rumkommt. Er ballert schon mal in seinen Mate rein, okay. Die Runde beginnt jetzt aber erst, ne? Das war gerade eben keine richtige Runde, also von daher alles cool. Jetzt geht's los. Gestern, der Livestream, der Random Livestream am Mittwoch hat richtig viel Bock gemacht. Wir haben Satisfactory, also ich habe Satisfactory gespielt, ihr habt zugeschaut. Das war geil. Ich freue mich schon auf die nächsten randomisierten Streamies. Hat er den Steppen gehört oder vermutet er ihn dann? Oh, sein Aiming ist jetzt aber auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ich meine, ich weiß, ich darf sowas nicht sagen, so wie ich immer aim, aber Leute, wir sind hier in einem Overwatch-Fall. Uff. Warte, mein Handy geht ab und ihr sagt mir nichts. Wie frech ist denn das? Bimmelt das die ganze Zeit oder war das lautlos? Naja, muss ich jetzt mal so lassen. Ja, hat wirklich Bock gemacht. Wir haben noch Outlast im Programm. Wir haben Stardew Valley noch, was wir zocken wollen. Dann eben auch zusammen in dem Fall, ne? Ah, noch ganz viele Sachen. Noch ganz, ganz viele Sachen sind eben einfach Streams, die auch mal jetzt weg von dem ganzen Main-Game Counter-Strike gehen sollen, dass wir sonst immer zu den festen Streamzeiten machen. Ja, und da war das schon wirklich schön. Guck mal, auf einmal schmeißt er keine Flaschen, rennt einfach nackt durch. Ich weiß, ich soll ja eigentlich gar nicht... Ich habe ja eigentlich gesagt, ich möchte mich nicht mehr dazu äußern in den Videos selbst, damit ich euch nicht beeinflusse. Aber er wirkt wie ein Silber 1 mit Warlock oder so. Er weiß zwar ungefähr, wo sie sind oder er weiß, wo sie stehen, aber er kann es überhaupt nicht nutzen. Er dümpelt so rum und kriegt nichts geschissen. Guck mal. Ich meine, klar, den hört man jetzt auch. Oder hat man... Na, jetzt steppt er leise. Weiß nicht, ob man ihn noch hören konnte. Oh, guck mal. Unten ist jetzt einer. Er schleicht. Und rennt. Hat man eben gehört, wie er oben kurz so runterge... Alter, direkt nur auf die Nase. Nur. Wie sehen denn seine Steadys aus? 014. Also es wirkt zumindest wie so ein leichter Wallhack oder halt einfach ein Wallhack, den er überhaupt nicht umsetzen kann, weil er die Shots nicht hinbekommt. Der hat kein eigenes Aim und scheinbar auch keinen Aimer. Und dadurch oder deswegen... Oh, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Er hat jemanden erschossen. Mal gucken. Pass auf. Er geht jetzt mit AWP. Ach, geht er auf Short oder was jetzt damit? Ist er verrückt? Was hat er denn jetzt vor? Okay. Gut, er will den, den hat er verpasst. Da kommt noch einer. Hat er den jetzt vielleicht gesehen? Oh. Also mit seinem absolut krassen Aim würde ich mich da echt nicht nahe hinstellen. Er ist der Letzte. Alle wissen, wo er steht. Okay, ja gut. Oh. Kopf. In den Kopf ging er. Kann mal passieren. Was machen sie denn jetzt? Für ein heißes Tänzchen. Also, er ist auf jeden Fall jetzt nicht so am Drücken. Im Moment zumindest noch nicht, aber das kann sich ja noch ändern, wollte ich eben sagen. Die Stats des Spiels sehen normal aus. Ja? Da kann man jetzt nicht irgendwie sowas wie... Oh, die Gegner sind aber auch hart am Drehen. Nee. Scheint alles gut zu sein. In dem letzten Fall, was haben wir da gedrückt im letzten Fall? Entweder war das der Fall, bei dem ich mir zu unsicher war und lieber nichts... Das war der mit dem Knife, oder? War das der mit dem Knife der letzte Fall? Was habe ich denn bei... Der mit dem Knife mit den Shadow Daggers? Das war auf Mirage, oder? Oder auf Train? Nee, das war auf Train. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Was habe ich denn da gemacht? Ich glaube, entweder nichts oder Vision. Oh, jetzt ist schon vorbei. Alter, wollte mich verarschen. Dude! Gut. Ich drücke jetzt gleich das, was ich glaube. Was ich drücken sollte, ja. Ich postpone das kurz, damit ich es dann gleich off-Ding machen kann. Wobei ich es ja eh schon gesagt habe, was ich drücken werde. Und ich zeige euch noch kurz die AK, die es im Giveaway gibt. Dennis wurde gefragt, schon mehrmals jetzt, was die für eine Dingens hat. Die ist in Field tested und hat eine Wii. Hier unten, da seht ihr das Wear-Rating. Ich bin nicht im Weg, nee, bin ich nicht. Ja, das ist er. Das scheint doch den einen oder anderen zu interessieren. Ich zeig's immer nur so salopp. Kurz so, das gibt's übrigens hier, guckt. Aber ja, manche wollen es dann doch genauer wissen. Also das ist die gerade im YouTube-Giveaway drin ist. Es geht noch ein paar Tage durch Aktivität, ist man am Start. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Heute ist auch wieder Livestream um 18 Uhr, also jetzt gleich. Kommt dazu, Giveaway,
Viewer Games, Spaß, Spiel und Schokolade. Wird edel. Wir sehen uns dann. Bis gleich. Ciao, ciao.